Hallo Leute, heute ist wieder Unboxing Time mit euer PD Bones. Heute mal mit keiner Webbox, aber auch was ganz Schönes. Und zwar habe ich hier die Baphomet Fluch Collections Edition mit Baphomet Fluch 1 bis 5 hier drin. Und noch drei extra Spiele. Und zwar haben wir hier einmal Law of the Temporis und Beneath a Steel Sky und in Cool Blood. Alles von Revolution Software. Und ja, so sieht die Box von vorn aus. Hier sind alle Spiele. Könnt ihr hier alle Spiele sehen, die da drauf sind, in dieser Box enthalten sind. So sieht die von vorne aus. Hier war noch eine Papphülle drum oder so eine Papierhülle, die war hier so festgeklebt. Hier und da. Fand ich nicht so schön, habe ich abgemacht und weggeschmissen. Leider schon weggeschmissen, denn ich habe ein Unboxing zu der Box gemacht und sie auch ausgepackt und alles. Und da war der Ton leider kaputt, beziehungsweise nicht vorhanden. Aber ich wollte euch diese Box trotzdem mal zeigen, weil ich sie ziemlich schön finde. Ich habe sie mir bei Amazon für 17,99 gekauft. Und ich finde, man hat hier wirklich viel. Man hat hier alle Waffen mit Fluchteile, 1 bis 5, wie gesagt, drei extra Spiele. Hat mega viel Spielspaß, hat coole Rätsel, eine gute Grafik, Dialoge sind cool. Und witzig. Und was kommt da noch zusammen? Was habe ich vergessen? Dialoge, Grafik. Soundtrack ist cool. Die Storys sind cool. Ja, und was soll man jetzt noch dazu sagen? Was war denn noch, was ich so cool fand? Ja, das war's eigentlich, oder? Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ja, wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas vergessen, was ich euch noch sagen wollte. Auf jeden Fall. Wer die Spiele nicht kennt, ich habe in der Videobeschreibung auf jeden Fall Let's Plays verlinkt, weil ich euch die Spiele wahrscheinlich gar nicht so gut erklären kann. Ich habe Baphomet Fluch 1 und 2 mal gespielt und bei Baphomet Fluch mal. Und die anderen Spiele habe ich mal so kurz angezockt, muss ich leider nochmal durchzocken. Deswegen habe ich mir die Collections Edition gekauft. Ich finde die Spiele auf jeden Fall ziemlich cool. Und ja, ich würde mal sagen, ich zeige euch mal die Box und machen wir sie mal auf. Da haben wir einmal, kommt uns der gleichen Waffe mit Fluch USB-Stick entgegen. Der sieht so aus. Und hinten sind wir dann Revolution Software. Und wenn man den auf, hier kann man ihn öffnen. Und wir haben hier 4 GB. Das sind 4 GB USB-Stick. Finde ich sehr schön. Manche würden jetzt sagen, oh, 4 GB, aber ist doch relativ wenig. Nein, ich finde eigentlich 4 GB relativ gut. Man hat ihn hier in so eine schöne Box, die 17,99 gekostet hat. Ist ein schönes Gimmick für Fans und Leute, die Waffen mit Fluchreihe cool finden. Ist es auf jeden Fall was Schönes. Und man hat hier auch den ganzen Soundtrack. Ich glaube, vom Waffen mit Fluch 1 bis 5 ist alles hier auf diesem USB-Stick. Den kann man sich am PC stecken und dann da mal reinhören. Ist auch ein schöner Soundtrack. Und dann haben wir als nächstes, zeige ich euch, Beneath a Steel Sky Comic. Ist ein Comic, also der Vorgeschichte zu Beneath a Steel Sky. Ist auf Englisch, sieht aber so aus. Zeige ich euch mal ganz kurz. Ist hier schön gezeichnet. Ist ein kurzer Comic, ist halt so eine Vorgeschichte. Geht über 10 Seiten oder so, sieht halt, zeige ich euch mal ganz kurz so. Ja, auf jeden Fall sehr schön, leider auf Englisch. Gut, dann haben wir als nächstes haben wir die Baphomet Fluch gesammelte Vorgeschichten. Hier haben wir Baphomet Fluch 1 bis 2 Vorgeschichten und Baphomet Fluch 5 als Vorgeschichte oder die Vorgeschichte. So sieht es aus. Ja, wenn man weiterblättert, so sieht dann halt das Gezeichnete aus, auch sehr schön. Das ist jetzt hier Baphomet Fluch 1 und 2. Hier kommt jetzt wohl der zweite Teil. Ich habe mir das Comic-Heft jetzt noch nicht durchgeblättert und durchgelesen, werde ich aber jetzt noch machen, nach der Aufnahme mal. Ja, und dann kommt hier Baphomet Fluch 5, ja. Die Vorgeschichte. So, auf jeden Fall ein sehr schönes Comic, schönes Heft und jetzt am Ende
Das hier ist auch schön. Also könnt ihr euch mal, wenn ihr die Box euch besorgt, liest doch die Comics mal durch. Die sind auch sehr schön. Ist schön gezeichnet und alles. Ich glaube auch, die Story ist ziemlich gut. Muss ich zwar leider gestehen, ich habe sie noch nicht gelesen. Aber ich denke mal, die wird genauso cool sein wie die Spiele selbst. Gut, jetzt kommen wir zu den Postern. Wir haben hier vier Poster. Einmal ein Poster von Beneath SG Sky. Das ist die Vorderseite hier, Revolution Software, Beneath SG Sky. Und Law of the Temporis. Ja, so sieht es aus. Sehr schön. Dann kommen wir zum nächsten Poster. Dann haben wir hier das Poster vom Baphomet Fluch 1. So sieht das aus. Das Baphomet Fluch 1. Und das ist Baphomet Fluch 3, soweit ich weiß. Ich verwechsel immer die Spiele. Baphomet Fluch 3, der schlafende Drache. So sieht das aus. Auch sehr schön. Dann haben wir Baphomet Fluch 2 Poster. Und zwar, na, so sieht es aus. Der Spiegel der Finsternis haben wir hier. Und dann haben wir Baphomets Fluch 4. Der Engel des Todes. Und so sieht es dann aus. Ne? Auch ein schönes Poster. Gut, das waren jetzt beide Seiten. Das waren jetzt die Poster zu Baphomets Fluch 2 und 4. Und dann haben wir Baphomets Fluch 5. Der Sündenfall. So sieht das aus. Ja. Ich hoffe, ihr konntet das auch alles jetzt sehen. Da bin ich, weiß ich immer nicht genau, ob ihr es sehen könnt. Und dann haben wir hier ein Kultblatt. So sieht das aus. Auch schönes Poster. Und dann kommen wir zum eigentlichen. Und jetzt haben wir hier die Revolution Software Games. Und da haben wir die Revolution Software Games 1992 bis 2015. Also, wie schon gesagt, alle Baphomets Fluchteile drinne. Baphomets Fluch 1 bis 5 haben wir ja drinne. Law of the Temporis, Beneath SG Sky und in Cold Blood. Alle Spiele sind, wenn ich es gefunden habe, unten verlinkt. Schöne Let's Plays rausgesucht. Und die Zeige, da könnt ihr euch mal einen Überblick verschaffen, wie die Spiele dann sind, ob es was für euch ist. Ich finde die Spiele ziemlich cool. Auf jeden Fall die Baphomet Fluch-Spiele, weil die waren, haben mir immer ganz cool, haben mir immer gefallen. Und ja, so sieht es dann von der Seite aus und so von hinten. Ja, lasse ich mal ganz kurz im Bild, damit ihr euch das durchlesen könnt. Könnt ihr ja mal Pause machen, falls man überhaupt was erkannt hat. Auf jeden Fall, so sieht es dann von innen aus. Hier haben wir so eine Bedienungsanleitung wieder. So sind die beide zwei CDs und jeweils, also so sieht dann die CD aus, ganz normal halt. Und hier sind dann die Spiele alle drauf. Gut, dann packe ich das mal weg. Und dann haben wir hier die Revolution Software Archive und Soundtrack CD. Hier haben wir exklusiv Material drauf, die Doku, Galerie, Konzepte, Poster und Audio, MP3 Audio und die zweite CD, also die ausgewählte Soundtrack CD, da sind ausgewählte Titel drin von Baphomets Fluch 1 bis 5, Law of the Temporis und in Cold Blood und ja, in Beneath SG Sky haben sie jeweils zwei, drei Lieder ausgesucht und mit draufgepackt. Hier könnt ihr das ja sehen. Das zeige ich euch mal. Ich hoffe, man sieht es auch. Dann könnt ihr euch das mal durchlesen. So, und dann halt, das ist hier Spielanleitung. Nichts Aufregendes. Von vorne so, von hinten so. Und halt so. Gut, die Box ist jetzt leer. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Die Let's Plays zu den Spielen sind alle in der Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich mal sagen, ciao. Werdet Abonnenten, falls ihr es nicht schon seid. Denn abonnieren ist so sauschön!